Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Silber. Ich bin schon mal vorgegangen und im Pokémon Center waren wir noch zusammen. Und hier kommt jetzt tatsächlich eine Höhle, wie wir schon sehen. Und ja, ein Gegner bleibt trotzdem noch übrig und ich habe Kraut an die erste Stelle wieder zurückgetan. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Von dem oder von denen? War das jetzt Einzahl oder Mehrzahl? Falls du Mehrzahl meinst, ja. Falls du Einzahl meinst, weiß ich nicht, welches du genau meinst. Wahrscheinlich, so wie ich die Trainer hier so einstufe, dein Tauboga, was? Windstoß. Dürfte mittlerweile vom Typ Flug sein, richtig? Ja. War auf den ersten Editionen ja noch vom Typ Normal. Oi. Naja, okay, solange es nur Windstoß kann, sollte das kein Problem werden. Naja, es sei denn, hier kommen Volltreffer zustande. Dann wird es schon ein bisschen enger. Und nochmal Windstoß. Das sollten wir jetzt aber überleben. Fein. Fein. Zerschneider. So, Tauboga hätten wir. 300 Erfahrungspunkte für Kraut und 300 für Nervsauger. Und als nächstes kommt noch ein Tauboga. Gut, das ist nicht optimal. Drago. Ja, probieren wir es mit Drago. Mann, hätten wir gleich nochmal... Können wir gleich nochmal ins Pokémon Center laufen, ey. Mensch, Kraut, was ist los mit dir? So, wir probieren es mit Drachenwut. Ruckzuckieb, okay. Hat es etwa Angst vor uns? Und denkt, wir können es mit einer Attacke wegbashen? Im Moment jedenfalls noch nicht, Drago. Da musst du dich noch ein klein wenig mehr anstrengen. Und dich zweimal entwickeln, bitte, ja? 300 Erfahrungspunkte. Wieder mal aufgeteilt und Arno ist besiegt. Puh, du bist nicht von schlechten Eltern. Dann würde ich doch jetzt mal erfahren, welches legendäre Pokémon du meinst. Arctos, Zapdos und Lavados sind die drei legendären Vogel-Pokémon. Es gibt aber auch andere legendäre Vogel-Pokémon. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Nee. Oh, okay. Okay, dann... Ich habe ihm einen Korb gegeben. Ha! Ha! Okay. Kraut, du hast mich ein bisschen enttäuscht. Doch Drago ist jetzt nicht gerade die geilste Waffe wahrscheinlich da drin, ne? Auch Batman nicht. Denn es ist hier eine Eishöhle. Ich glaube, das steht hier auch auf dem Schild oder so. Eispfad voraus. Ja, und wir haben drei Pokémon, die auf Eis sehr effektiv sind. Ein schwaches. Und ein zu starkes. Schwierig, wen nehmen wir? Probieren wir es mit Drago erstmal, okay? Vielleicht wird es ja schöner als gedacht. Genau, hier sind ja auch viele Eisflächen. Und dieses Rätsel zum Beispiel ist ja noch sehr leicht. Beziehungsweise ist kein Rätsel, weil es, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit gibt, darüber zu kommen. Und viele Pokémon kommen hier nicht. Ah, ich dachte, hier wäre ein Item drin. Hier vielleicht? Okay, dann nicht. So, nächstes Rätsel. Das sieht... Ah, genau, das war schon etwas schwieriger. Okay. Moment, ich muss mir erstmal so einen Überblick verschaffen. Wenn wir gegen den Stein links von mir, von unten kommen würden, dann würden wir halt rüberkommen, aber hier gibt es kaum eine Stelle. Von oben würde es nicht klappen. Was haben wir hier so? Nichts. Okay. Aha. Aha, aha. Wo kommen wir jetzt hin? Hier hin, okay. Ah, okay. Moment. Vielleicht habe ich schon so halbwegs. Ich weiß nicht mehr. Nee, das war daneben. Da, okay. Da kommen wir gegen, wenn wir... Oh, Mann. So vielleicht. Moment. Ja, 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 ja. Wunderbar. Hat geklappt. Naja, war nicht so leicht, aber man sieht durch eigentlich, finde ich. Ah, okay, da können wir uns noch ein Item holen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch schnell machen. Und wir treffen auf ein Botogel. Oder ein Botogel. Weil das wäre von Vogel wahrscheinlich kommt, also ein Botogel. Ja, ich würde einfach mal Surfer einsetzen wollen. Und mal gucken, wie viel das mittlerweile so abzieht.
Wahrscheinlich nicht allzu viel. Trainer sind hier, glaube ich, nicht drin. Okay, immerhin mehr als die Hälfte. Geschenk und... es explodiert. Es kann uns auch heilen. Oh, wow! Ui! Das ist ganz schön mächtig, das Viech. Hui, ui, 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 ui. Okay, Kraut, du bist dran. Und Herr Schneider, mach es fertig, komm, du schaffst das. Ja. 286 Erfahrungspunkte, mein... Ui, das gibt eine ganz schöne Menge. Level 30, okay, und immer noch keine neue Attacke. Vielleicht müssen wir dir die wirklich beibringen. Was ich jetzt gerne ausprobieren würde, ist, ob, wenn es jetzt nochmal kommt, ob Geschenk uns dann heilt. Denn das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß bloß nicht genau, wie das funktioniert. Ich würde schätzen, wenn es unter der Hälfte an KP hat, dann heilt es. Und wenn über der Hälfte, dann greift es, dann zieht es ab. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Zerschneider! Uiuiui, zieht doch ganz schön viel ab. Geschenk und? Okay, dann ist es vielleicht Zufall. Und da haben wir das nächste Pokémon verloren. Wollen wir wechseln? Ja, auf Nervsauger. Und du darfst mit deiner Hornattacke hier mal was ausrichten. Moment, vielleicht können wir auch Nervsauger an die erste Stelle stellen. Denn der hat ja einen relativ hohen Angriff und die haben scheinbar nicht die beste Verteidigung. Also Nervsauger, geh du mal nach vorne. Ausnahmsweise. So, und ich will dieses doofe Eisrätsel lösen, aber wir kommen nicht mal bis dahin. Ein Golbat, ja, das war ja klar, dass jetzt ein Flug-Pokémon kommt. Aber es kann meines Erachtens noch keine gute Flugattacke, wenn überhaupt eine. Eigentlich nicht. Flügelschlag hat mein Golbat erst spät gelernt. Volltreffer, Superschall. Keine Wirkung, okay, dann nochmal Hornattacke. Und dann war's das. Und das gibt auch wieder ein paar schöne Erfahrungspunkte für Nervsauger, Level 25 und noch weitere Erfahrungspunkte. Ich könnte den EP-Teiler jetzt natürlich auch abnehmen, aber das okay, das Rätsel ist sehr leicht. Ich glaube, früher bin ich hier dran echt verzweifelt. VM07, oh, gut, dass wir uns das geholt haben. Das ist meines Erachtens Kaskade. Oder? VM07, hier, Kaskade. Wir haben jetzt auch alle, bis auf Zertrümmerer, richtig? Ich glaube, Zertrümmerer haben wir irgendwo übersehen. Hm. Oh, auf diesem kleinen Fleckchen kommt jetzt noch ein Pokémon oder was? Ein Rossana! Hier gibt's das schon. Shit. Das können wir nicht machen, die kann Psycho-Attacken höchstwahrscheinlich. Nee, ganz ehrlich, da fliehe ich mal. Weil ich keinen Bock habe, zurück ins Pokémon-Center laufen zu müssen, falls es jetzt einfach besiegt wird. Deswegen würde ich mich über, genau, Botogels einfach viel mehr freuen. Auch wenn Geschenk eine mächtige Attacke ist. Aber ich muss mal schauen, wie viel Hornattacke abzieht. Und wir könnten Scarabon, also Nervsauger, eigentlich auch Stärke beibringen. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Ja, jetzt werden wir geheilt, oder wie? Okay, dann scheint es echt Zufall zu sein. Sehr gut. Nervsauger besiegt Botogel. Reicht aber noch nicht ganz aus, die Hornattacke. Und deswegen nehmen wir tatsächlich mal Stärke jetzt zur Hilfe. Ist auch das Einzige, was du lernen kannst, schätze ich. Naja, Zerschneider oder so vielleicht noch. Aber Stärke ist ja echt eine nützliche Attacke für dich. Versucht Stärke zu erlernen, aber Nervsauger kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Stärke vergessen werden? Ja. Und zwar... Furienschlag. Setze ich wahrscheinlich nie ein. Denn Stärke ist so oder so besser. Egal, ob wir 5-mal treffen, glaube ich. Und ja, oh, hier ist schon eine Treppe. Na, aber geschafft haben wir es noch nicht. Stimmt. Wir müssen hier jetzt Steine reinschieben. Und damit die nämlich auf so einem Eisfeld landen, wo wir dann hinterher springen können. Ja doch, hier müssen wir, ich weiß schon, wir müssen auf jeden Fall alle reinhauen, sonst klappt es, glaube ich, nicht. Ja, ich kann jetzt Felsen bewegen, sehr gut. Dann machen wir so und so. Okay, kriegen wir dich jetzt irgendwie da weg? Ist hier so ein Doppeldurchgang?
Nein, aber ich schiebe dich erstmal vor diesen Durchgang. Oh nein, ein Rosana. Wollen wir es riskieren und mit Stärke mal angreifen? Es dürfte relativ reinhauen. Probieren wir es einfach mal. Hier kriegst du einen Stein, Fräulein. Boah, gut, sehr gut. Das dürfte sehr viel Erfahrung geben. Gibt gar nicht so viel, wie ich dachte. Okay. So, dich wollte ich hier vorschieben. Und dich schiebe ich mal hier runter. So. Sollte ja kein... Moment, vielleicht ist es... Nee, so geht's nicht. Moment. Aber so. Ja doch, so klappt es dann. So klappt es. Oh, ein Quiekel. Wie putzig. Oh, ist das nicht süß? Los, Garaborn, mach es fertig mit Stärke. Oh nein, es überlebt durch Ausdauer. Ah. Okay. Von mir aus. Von mir aus. Und als nächstes Hornattacke. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es die Attacke Gegenschlag, die nachher so richtig gut ist, ob es die hier auch noch gibt. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. So. Oh, diese doofen, nervigen Pokémon. Schon wieder ein Rosana. So, weg ist es. So können wir es ja jetzt eigentlich machen, egal bei welchem Pokémon. Es sollte bei jedem ausreichen. Dann kriegen wir das hier alles ein bisschen schneller hin. So, Stein 1 haben wir versenkt. Der Fels ist heruntergefallen. Danke für diese offenkundige... Oh, ein Golbat kriegen wir vielleicht nicht auf Anhieb besiegt. Müssen wir mal gucken, wie viel das abzieht. Wahrscheinlich ein bisschen über die Hälfte. Ja. Biss, okay. Aber interessant, dass wir schneller sind. Gut, das sollte reichen. 267 Erfahrungspunkte. Und zwar doppelt. Ja, Nervsauger ist hier drin echt nicht schlecht. Vielleicht nehmen wir ihm einfach mal den EP-Teiler ab, dann geht das auch noch einen Tick schneller. EP-Teiler abgenommen. Kriegt jetzt aber gar keiner erstmal. Denn wir müssen hier ein paar Steine versenken und eigentlich nur Dings damit nebenbei trainieren. Hm. Der kann auf jeden Fall nicht für hier unten sein. Ah, okay, ich sehe schon. Der kommt da rein. Das ist kein Problem. Ach ja, wir können ja beschleunigen. Stärke. Konfusstrahl. Oh, das ist eklig. Na los, komm. Da kommst du durch, Nervsauger. Da kommst du durch. Ah, Mist. Vielleicht sollten wir auch einfach vor den Golbats fliehen. Ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Dann hatten wir das auch erledigt. 537 Erfahrungspunkte. Gut, dann versenken wir diesen Stein. Und das geht ganz leicht. So, so, so. Und hier rum und so. Nummer 2 wäre auch erledigt. Genau, und hier kommen wir wie erwartet so hin. Dann haben wir auch Nummer 3 erledigt. Mann, diese Rätsel haben mich früher echt gefordert, glaube ich. So als Kind. Aber jetzt sind die wirklich läppisch. Also echt nicht mehr schwer. So, und ich glaube, es waren 4 Steine. So, bitteschön. Ein Volltreffer. Und 430 Erfahrungspunkte. Aber sehr gutes Training hier drin. Oh, hier geht's schon weiter runter. Genau, hier geht's zu dieser Eisfläche dann. Oh, Konfusstrahl. Ah, komm, fliehen wir. Wenn es Konfusstrahl einsetzt, fliehen wir einfach. Stimmt, aber Stärke hat ja auch eine beschränkte Anzahl, ne? Moment, haben wir da unten schon was? Moment. Ah, okay, ich sehe schon wie. So. Und jetzt runter, runter. Noch ein runter. Noch ein runter. So, jetzt einmal hier rum und den nach rechts verschieben. Und jetzt wieder runter, runter. Und jetzt dürfte der ja schon reinfallen. Genau, perfekt. Der Fels ist heruntergefallen. Und damit waren es, glaube ich, dann alle. Und wir gehen mal zur Treppe hin. Und hier machen wir im nächsten Part weiter mit diesem Eisrätsel. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder mit dabei. Und wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.